I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Oh, wir sind schon online. Hallo! Ja. Hier ist wieder Crown von Crown's Finest. Herzlich willkommen zur Finest Hour Episode 2. Wo ich gerade den Song höre, fällt mir eine lustige Geschichte ein. Ich war mit meinen Jungs neulich mal im Kalif Storch bei einem Konzert. Und wer es Kalif Storch kennt, da gibt es ja nur eine Zufahrt. Und ja, nach dem Konzert habe ich einen Kumpel halt heimgefahren. Ein anderer Kumpel war mit dem Rad da, war hinter uns und wir sind vorgefahren. Und da stand die Polizei. Hat alles abgesperrt gehabt natürlich, eine Zufahrt. Eignet sich ja perfekt. Ja, ich war natürlich der Erste in der Reihe. Fahre ran, werde angehalten. Mach meine Scheibe runter und ja, schönen guten Abend, Wachmeister sowieso. Ja, schönen guten Abend. Haben Sie denn Drogen genommen oder Alkohol getrunken? Und da habe ich so aus meinem Fahrerfenster geguckt und gesagt so, nö, nix. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt. Ja, Scheibe wieder hochgemacht, ne? Losgefahren. Als wir dann so auf der Hauptstraße waren, meinte mein Kumpel so, Rico, das war ganz schön komisch. Ich sag, wieso? Naja, guck mal, der kontrolliert dich und will nichts sehen, kein Führerschein, keine Fahrzeugpapiere, kein Ausweis. Kanntest du den etwa? Ich so, nee, kannte ich nicht. Und er so, bist du Cop? Wir haben uns dann beide angeguckt und herzlich gelacht. Ja, und die Moral von der Geschichte, auch ein Mann des Gesetzes macht mal einen Fehler. Warum erzähle ich euch das? Die folgenden zwei Herren, denen wäre dieser Fehler nicht passiert, denn sie sind der Albtraum der internen Ermittlungen. Zwei Cops mit Marke sozusagen, die Bad Boys der Szene. Die Rede ist von Sip und Phyllis, aka Dexter Froh und Mundraub. Und sie haben einen neuen Track gemacht mit dem gleichen Titel Bad Boys. Und den möchte ich euch empfehlen. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Das war's von mir. Bleibt mir gewogen.